Ja, ich komme hier nicht weg, weil der Kollege hier vor mir steht. Ja, mal gucken, jetzt kann ich vielleicht rausziehen. Aber ich will euch mal zeigen, hier oben schaut der Ersatz für meinen blauen Sternenhimmel. Ich habe ihn gestern bekommen und heute Nacht das erste Mal benutzt. Gut, ich bin zufrieden. Ich sag mal bis später. Ja, Leute, da bin ich wieder, aber auch nur kurz. Wir sind wieder zu zweit unten gewesen. Mein Kollege ist allerdings leer und kann mir deswegen mit Leichtigkeit davonziehen. Das heißt, ich habe ja noch nicht richtig aufgedreht. So. Ja, wir halten ja. Wir haben jetzt 8:57 Uhr, so zwischen 9:30 Uhr und 9:45 Uhr werde ich ja anhalten und dann die Kamera, die klassische, ne, hier oben, die hier werde ich dann klar machen. Und jetzt bin ich aber wieder den Ticken schneller. Ja, irgendwie hatten die da Probleme mit ihrer Anlage. Deswegen, selbst ich bin nicht mal ganz voll. Oh, 12:21 Uhr erst zu Hause. Ja, wir haben uns die Ruhe angetan. Wir haben noch zusammengesessen, eine geraucht, ein bisschen gequatscht und so. Weil wir auch von der Dispo aus noch warten sollten. Das heißt in erster Linie eher, ob sie irgendwie eine Rückladung für ihn haben. Das heißt, er könnte jetzt auch unterwegs immer noch einen Anruf bekommen, dass sie eine Rückladung für ihn haben. Für mich natürlich nicht, ich kann durchziehen. Aber egal, 12:21 Uhr ist auch okay. Bin ich um 1 Uhr zu Hause. Um 1 Uhr zu Hause ist immer gut. Es war ja auch nicht vorgeladen, als ich ankam und so. Es war. Und ja, am Leitstand habt ihr ja eben mitgekriegt, konnte ich ja auch nicht sofort wegfahren. Ja, so schaut's aus. So, jetzt haben wir den korrekten Abstand zum Kollegen. Das sind jetzt 54 Meter. Das wirkt natürlich hier durch das Weitwinkelobjektiv der Kameras immer weiter. Auch wenn ich mich. Ich habe ja schon mal festgestellt, wenn ich mich schon mal beschwere in einem Video über den Abstand zum Vordermann, da hat schon meine Frau schon mal gesagt, ja wieso, ne? Aber es ist, täuscht eben halt. Wenn einer 10 Meter vor mir ist, sieht das für euch deutlich weiter aus. Ja, aber jetzt werde ich erstmal noch ein gutes halbes Stündchen erstmal durchziehen, meine Frau anrufen. Und danach sehen wir uns ja. Bis dann. Heute fahren hier mal. Ah, da kommt einer. Aber da sind wir dann natürlich vorbei. Ja, es wird immer mehr zu meinem Auto hier, wie man schön sehen kann. Buddelschiff ist auch wieder da. Ja, die Passat, die Schilder sind wieder da, vom Aki und von mir. Bisschen wirr mit den Kabeln da oben, aber okay. Ich habe auf jeden Fall meine Beleuchtung, wie ich sie haben wollte, wieder. Wäre ich abhebig, könnte ich ein bisschen flotter sein, weil ich ja was drauf habe. Hoppla.
Ah, okay, wa? Da nickst du mit dem Köpfchen. Keine Blitzer heute hier. Ein Renault Premium. So ein Ding bin ich auch schon mal gefahren, als ich im Autotransport war. Aber ich sag mal, inzwischen ein bisschen überholtes Auto. Ja, wir werden links bleiben. Kleine Spielerei mit dem Zoom. Ja, jetzt haben wir schon 9.10 Uhr, jetzt kann ich ja schon bald meine Frau anrufen. Mal gucken, aber ich werde euch wohl erst nach dem Walldorfer Kreuz richtig ins Boot holen. Wie gesagt, da nochmal anhalten auf irgendeinem Parkplatz. So, jetzt könnten wir uns ein bisschen ranrobben. Jetzt wird mein Kollege gleich wieder rauskommen, denke ich mir. Ja, ich habe es mir gedacht. Ja, er hat es gesehen.
Ja, hier muss man auch aufpassen. Ab und zu stehen sie ja auch. Aber man kennt ja die Stellen zum Glück. So, jetzt haben wir schon 9:14. Jetzt, wie gesagt, werde ich gleich mal meine Frau anrufen. Bis später. So Leute, das muss ich da noch mal kurz filmen. Da ein schöner alter Doppeldeckerbus mit so Geräten bin ich in England schon mitgefahren. Bevorzugt oben sitzend. Ja, Hasi, sag mal ein bisschen still da. Ah, Hasi ist ja im Freisprech gerade parallel. So, ich habe angehalten. Rastplatz Hartwald, Tankstelle. Wir werden jetzt mal hier zusehen, dass wir hier die Kamera einrichten und dann geht's weiter. So, jetzt machen wir auch noch mal eine kleine Außenansicht. Ja, hier. Agi. So, aber jetzt soll es auch losgehen. Hallo Leute, ich grüße euch erneut zum wiederholten Male heute am Mittwoch, dem 2. März 2022 um mittlerweile 9:52 Uhr. Und jetzt müssen wir aber auch mal zusehen. Gerade mit meiner Frau telefoniert. Naja, jetzt sind wir 12:34 Uhr auf dem Hof. Aber ist auch noch okay. Ist ja nichts, was heißt nichts Besonderes? Heute ist Videotag, ne? Da muss ich schon immer zusehen, dass ich bei Zeiten zu Hause bin, damit das alles fluppt mit dem Hochladen und so und das Video dann auch bei Zeiten online ist. Ja, das ist wieder hier der Parkplatz Hartwald. Mal wieder. Oh, der steht aber auch gut hier. Der Kollege. Vorhänge zu. Aber was will er machen, ey, wenn er nichts kriegt in der Nacht? Ja, mein Kollege ist nicht mehr hier. In Walldorf ist er plötzlich abgefahren auf die 6. Es kann sein, dass er einen Anruf bekommen hat, dass sie doch noch eine Ladung für eben bekommen haben in Mannheim. Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn jetzt auch noch anrufen können, um zu fragen, aber das, naja, habe ich mir jetzt geschenkt. Ja, freie Bahn, da können wir auch ein bisschen flotter fahren, da holen wir wieder ein paar Minuten raus. Für den Verbrauch ist okay. Ja, alles passt. Ja, ach so, ach, habe ich vergessen, meiner Frau zu sagen, ich muss da tanken, wenn ich reinkomme. Ja, oder kommt drauf an, vielleicht lasse ich es auch und tanke heute Nacht, muss ich mal sehen. Warte mal, welche Reichweite haben wir noch? 865, haben wir noch 200, 600. Naja, mit 500 würde ich ihn hinstellen, unter 500 nicht. Ja. Ja, leider muss ich da irgendwie so ein bisschen unschönes Thema da anschneiden, aber ist mir irgendwie auch wichtig. Ich war ja richtig schockiert, was da passiert ist am Montag auf das Montagsvideo. Also schockiert darüber, dass, also nicht über die vielen Kommentare, die der Störer da abgelassen hat. Das war jetzt irgendwie nicht so das große Problem. Da wurde eben wahlweise blockiert, gelöscht, gemeldet, je nachdem. Also wenn da irgendwie beleidigender Ton drin ist, dann melde ich das. Wenn
da einfach nur dummes Zeug drin steht, lösche ich das und es wird natürlich blockiert. Allerdings ist mir gestern Abend, als ich dann, da lag ich aber schon im Bett, ist mir eingefallen, dass ich eine Sache hätte etwas anders machen können. Und zwar ist ja da dieser Fall aufgetreten, dass der Störer sich des Namens einer der Zuschauer bemächtigt hat. Das heißt, er hat sich nicht des Namens bemächtigt. Es scheint wohl möglich zu sein, einen Kanal aufzumachen mit genau dem gleichen Namen. Vielleicht ist auch irgendwie was anders, was ich nicht gesehen habe, aber für mich war es der gleiche Name. Allerdings, was dann im Text stand, das ließ mich schon irgendwie stutzen. Und ich bin auch nicht drauf reingefallen. Keiner ist im Grunde von uns drauf reingefallen. Und das ist auch gut so. Und ich habe das dann unter dem Kommentar geschrieben. Mir ist nämlich ein relevanter Unterschied aufgefallen. Da waren jetzt zwei eigentlich identische Kanäle mit Vor- und Zunamen und sogar das Bild, das ist das Kopfporträt eines Hundes, ist quasi mitgeklaut worden. Also da konnte ich nur staunen. Und aber es gab einen relevanten Unterschied, denn der Störer hat sich jemanden ausgesucht, der ist schon, ich glaube, das ist der, ich will nicht sagen mein erster Zuschauer, aber der Zuschauer, der als allererstes einen Kommentar abgegeben hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte noch mal zurückgehen und schauen, aber ich glaube, mich richtig erinnern zu können, es ist der Zuschauer, der mir den allerersten Kommentar unter einem Video geschrieben hat. Seitdem, und das sind ja jetzt im Mai dann 3,5 Jahre, seitdem an Bord ist und fast jedes Video gesehen hat und auch zu fast jedem Video einen kleineren oder größeren Kommentar geschrieben hat. Und ich gehe da zwar nicht inflationär mit um, aber es gibt eben schon mal Situationen, Tage, da verteile ich schon mal eine Runde Herzen so. Das kann man ja da machen bei YouTube und weil er eben schon so lange dabei ist, hat sich das automatisch ergeben, dass er der Kommentator ist mit den meisten Herzen. Und dann gibt es so ein fliederfarbenes Herzsymbol hinter dem Namen. Und genau dieses Symbol hat nämlich dem Fälscher gefehlt. Also daran kann man... Ich muss zugeben, als ich den Text gelesen habe, ist mir das noch nicht aufgegangen. Das ist mir erst später aufgegangen, dass dadurch das sehr, sehr leicht zu erkennen ist, wer der Fake-Account ist. Dazu kommt ja noch, dass wir ja das Glück haben, dass jemand mit an Bord ist, der ja mehr Ahnung von IT hat wie die meisten von uns. Ich selber bin ja ehrlich, ich habe nicht umsonst bei einer E-Mail-Adresse das Pseudonym Compu, also wie Computer, Compu, Necki. Neckis, das waren immer die Neulinge bei der Bundeswehr. Das waren die Neckis oder der fiesere Ausdruck war Rotärsche, aber Necki war so der etwas nettere Ausdruck. Und da ich eben damals, als ich mir diese E-Mail-Adresse eingerichtet habe, ein absoluter Necki-Anfänger auf dem PC war, bin ich irgendwie auf diese Idee gekommen. Und das Ding, das habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich jetzt Internet, über 20 Jahre so. Auf jeden Fall Compu Necki. Und und deswegen, ich bin wirklich froh, dass wir da jemanden haben, der eben ein bisschen besser durchblickt als wir anderen und dann schon mal wertvolle Tipps gibt oder auch schon mal beruhigen kann, indem er sagt, also
das und das ist möglich und das ist nicht so einfach möglich. Also das ist schon klasse. Und es fuchst mich umso mehr, ja, weil ich einfach feststelle, dass ich da doch im Laufe der Zeit eine wirklich, gute, in Anführungsstrichen, Mannschaft so gebildet hat. Und es kommen ja auch noch neue Leute dazu, auch neue Leute, die mir dann schon mal im Kommentar schreiben, ja, ich bin noch nicht so lange dabei, finde das aber total super und so. Und umso ärgerlicher ist das, dass man da einen dabei hat. Aber unsere Maßnahmen müssen einige Tage gewirkt haben. Das hat derjenige lustigerweise ja selber sogar zugegeben geäußert. Jetzt habe ich wieder überhaupt nicht aufgepasst, weil ich da losgefahren bin. Irgendwas mit, also ich nehme euch bis maximal 11 Uhr mit. Wir haben jetzt kurz nach 10, also bis 11 Uhr nehme ich euch mit. Dann haben wir also ganz sicher eine gute Stunde voll. Und ich kapiere das auch nicht, was denjenigen dazu bewegt, da ständig zu schreiben, wenn die... Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht ein Weg wäre, wenn wir alle ganz eisern, egal wie beleidigend die Kommentare sind, ganz, ganz eisern diesen Vogel, diesen miesen Vogel ignorieren würden. Das könnte eventuell natürlich auch eine Lösung sein. Meine Frau kam natürlich... Man muss das so sehen, ich kam gestern rein, zu Hause, normal von der Tour, da möchte ich ein bisschen Ruhe haben, aber ich wusste schon, das wird mit der Ruhe so relativ, weil Enkel Theo war bei uns zu Hause, weil die Mutter da zu irgendeiner Mitarbeiterbesprechung musste. Und der Kleine, der hat da manchmal ein bisschen Probleme zu verstehen, wenn man mal in dem Moment keine Zeit für ihn hat, ja. Ich meine, gut, vielleicht ist das normal für einen Fünfjährigen, für einen fast Fünfjährigen, er wird ja jetzt im März 5 Jahre alt. Aber ich sehe da eigentlich, dass das so ein bisschen auch an der Erziehung liegt. Ich meine, wenn man eben da immer sofort auf das Kind eingeht, dann... gewöhnt es sich ja auch daran, dass es sofort immer Gehör bekommt und dass man sofort immer darauf eingeht und so. Und wie gesagt, ich mache das eigentlich nicht. Und der Kleine kam dann an und wollte sofort Action mit mir machen. Und da musste ich ihm erstmal klar machen, das geht jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken und so. Und dann habe ich die Kommentare aufgemacht. Das heißt, die Kommentare war ja okay, aber dann habe ich die in die Überprüfung verschobenen, von meinem fleißigen Co-Moderator in die Überprüfung geschobenen Kommentare gesehen und ach, da wurde mir doch schon wieder schlecht, ey. Und da habe ich mich halt so ein klein wenig echauffiert und meine Frau bekam das mit und haute natürlich sofort wieder raus, ja, da musst du mal die Kommentare deaktivieren und so. Nein! Das wollen wir nicht, das haben wir ja schon besprochen und das werden wir auch nicht machen. Das ist die Reißleine für den äußersten Fall, ja. Übrigens muss ich gerade feststellen, und ihr natürlich auch, dass diese Baustelle hier weg ist, aber trotzdem Schilder stehen hier mit 80 und Straßenschäden. Naja gut, 80 ist besser als 60 und es läuft ja. Da frage ich mich nur, was die hier gemacht haben. Aber okay. Irgendwas werden sie schon getan haben. Ja, es ist einfach so ein Aufreger halt, ne? Der Hinweis, nicht so grundsätzlich alles immer zu melden, der war auch wieder gut. Wie gesagt, ich gucke jetzt immer, ob da ein bisschen was Beleidigendes drin ist, dann melde ich das. Aber es ist ja so, YouTube schreibt ja selber,
oder benutzt ja selber den Ausdruck Missbrauch. Sie sagen ja, nee, sprechen ja nicht alleine nur von Beleidigung. Nein, es geht um den Missbrauch der Kommentarsfunktion. Und selbst wenn derjenige nichts Beleidigendes schreibt, finde ich, dass die ganze Art und Weise von ihm, unter jeden Kommentar von euch irgendwas zu schreiben und nicht schöne, positive Sachen, das ist für mich in meinen Augen schon Missbrauch. Ach, da ist jetzt gerade, ich weiß nicht, das wird aber auch mit von der Kamera auf, da ist so da oben ist so ein bisschen Papier, da ist noch von den Vorgängern, ich hab's gelassen. Ja, was soll das denn, du? Was soll das denn jetzt hier? Mann, sowas liebe ich ja. Vor mir reinziehen und dann sehe ich die Bremslichter aufleuchten. Da sehe ich rot. Im wahrsten Sinne ist, ey, was hat der denn für ein Problem da? Könnt ihr mir das mal sagen? Da fuhr er irgendwie 91 und bremst da rum. Wieso bremst der? Was ist das? Hat er einen nervösen Fuß oder wie? Ja, runter will er auch nicht. Naja. Ja, es ist schon irgendwie lästig. Lästig, nervig. Und ja, ich meine, ich finde das natürlich mit diesem, sich den Namen da irgendwie aneignen, also das ist schon krass. Also da war ich wirklich schockiert. Im ersten Moment habe ich ja gedacht, hallo, was ist da passiert? Nur eins will ich euch sagen. Ich sage ja, die Person, dessen Name quasi missbraucht worden ist ja schon so lange dabei. Aber selbst wenn so jemand, der schon so lange dabei ist und zu dem ich natürlich auch ja, über die Zeit ein, in Anführungsstrichen, gewisses Vertrauen entwickelt habe, was jetzt so Aussagen und so weiter betrifft, selbst wenn so jemand schreibt, hör mal, da ist das und das vorgefallen, schmeiß den mal raus, würde ich nicht so ohne weiteres jemanden rausschmeißen. Nein, das würde ich immer klären. Vor allen Dingen, weil es für mich so, ja, so unvorstellbar war, ja. Warum sollten ausgerechnet, sagen wir mal, die beiden Leute unter den Zuschauern, wo ich also quasi mitbekommen habe, dass sich da so ein kleines Verhältnis in Anführungsstrichen entwickelt hat, wo man gegenseitig mal ein bisschen herumwitzelt, ja, warum sollten und ein bisschen herumflaxt, warum sollten sich ausgerechnet diese beiden Leute so dermaßen in die Wolle bekommen? Und ich glaube auch nicht sofort die Behauptung, dass da jemand total beleidigend geworden ist, wenn derjenige schon, ja, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht genau, aber auch schon eine recht lange Zeit dabei ist und nicht ein einziges Mal in irgendeiner Art und Weise sich daneben benommen hat. Warum sollte ich dann sofort davon ausgehen? Nein, nein, das haben wir natürlich nicht getan. Wir haben das alles richtig uns angeguckt, durchgecheckt und haben dann die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Das heißt, was mich ärgert ist, ich habe, glaube ich, nur den gefakten Kommentar gelöscht, weil ich irgendwie unsicher war, wenn ich das jetzt blockiere. Im Nachhinein, wie gesagt, gestern Abend im Bett ging mir durch den Kopf, ich hätte ihn ohne Probleme blockieren können, hätte ihn auch blockieren sollen, damit er wieder quasi unnütz ist zum Stören. Nein. Ja, man muss sehen, aber ich warte jetzt mal ab, ich bin mal gespannt, was nachher zu Hause wieder sein wird. Warten wir es ab. Ja, meine Frau sagt mir immer wieder, ja, sie wird da andere kennen, irgendwie von Instagram oder was weiß ich. Und die würden das dann auch so machen, wenn da zu viel schlechte Kommentare aufkommen, dann deaktivieren die eben mal für eine Phase lang die Kommentarfunktion.
Naja, wie gesagt, die Möglichkeit bleibt mir natürlich vorbehalten, aber im Moment will ich sie halt noch nicht nutzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon einige Leute irgendwie des Kanals verwiesen, aber keiner hat so reagiert, ist so erpicht darauf, sein Schmodder ausgerechnet bei uns abzuladen. Man kann, also wenn es sein muss, da nehme ich sogar noch einen zweiten Co-Moderator ins Boot, damit das alles noch sicherer, noch schneller funktioniert. Obwohl ich eigentlich zufrieden bin, das ist immer gut. Und ich bekomme ja mit, dass da einige Leute auch ein Auge auf diese ganze Geschichte haben. Jo. Ach so, das sagte doch meine Frau eben zu mir, ich sollte heute in dem Video nicht über die aktuellen Geschehnisse reden. Habe ich auch nicht vorgehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch teilweise problematisch. Ich erzähle jetzt was und wenn ich nach Hause komme, dann ist das schon wieder überholt. Nein, aber eine Sache wollte ich ja noch loswerden. Ihr wisst ja, ab und zu muss ich ja hier auch mal was loswerden. Und zwar, das wollte ich eigentlich schon Montag in dem Video gesagt haben, weil mir das schon übers Wochenende aufgefallen ist. Und zwar, da gibt es eine Sache, ja, vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich finde es schon in einer gewissen Art und Weise ein wenig ekelhaft, wie doch eine Menge Leute hingehen, die Kanäle haben, und jetzt alle ein Video zu diesem aktuellen Geschehen machen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man sich zum aktuellen Geschehen äußert. Das habe ich ja auch getan. Nein, aber es geht darum, sie machen richtig ein Video. Sie machen ein Video, wo also auch in der Überschrift drin steht, erwartet uns jetzt hier der Dritte und so weiter. Und dann gibt es, sagen wir mal, Ex-Legionäre, die uns erzählen wollen, wie da ein russischer Präsi tickt und welche Taktiken der anwendet und was seine Ziele sind und so. Und vor allen Dingen, welche Leute alle, ja? Sei es jetzt einmal der Ex-Legionär, sei es irgendeiner, der sich normalerweise mit Wirtschaftsthemen beschäftigt, oder sei es die Frau, die eigentlich primär was mit Bushcraft zu tun hat, also mit in der Natur sein, von mir aus auch noch mit Survival und so, aber auch die springt in dieses Boot. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich ärgere mich jetzt ein bisschen darüber, dass ich die Videos nicht wenigstens kurz angespielt habe, um zu schauen, ob sie auch noch mit Werbung versehen sind oder nicht. Also wenn jetzt auch noch Werbung da drin ist, ja, dann ist es das allerletzte, finde ich. Wenn keine Werbung drin ist, dann ist es zumindest immer noch eine Art von Eigenwerbung, eine Art, um auf seinen Kanal aufmerksam, auf sich aufmerksam zu machen, um eine hohe Anzahl Klicks zu regenerieren, ja. Und das, sorry, das lehne ich ab, ey. Das ist für mich, ja, das hat schon für mich ein bisschen was Abartiges halt, ne. Hinzugehen und diese Dinge quasi sich zunutze zu machen. Ich meine, dass den Leuten solche Gedanken durch den Kopf gehen, das ist ja bei mir auch der Fall. Und da mache ich eben mein Freitags- oder mein Montagsvideo und das hat dann irgendwie so einen Titel und dann rede ich in dem Video darüber. Na, aber ich gehe nicht hin und hau da sofort irgendwas derartiges in die Überschrift rein. So, das war's eigentlich auch. Ansonsten kann man nur, ja, von Tag zu Tag eben auf die Geschehnisse dort schauen. Wir sind ja eh nur ganz kleine Lichter, die ja da gar nichts, nein, wir sind sowieso da, was will man machen? Gut, gibt vielleicht welche, die sagen, nee, ich mach mich jetzt weg hier, aber ob das jetzt die Lösung ist halt, na,
Ja, das ist ja auch die Sache mit dem Auswandern. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, weil es gibt ja Leute, die sind ja wegen Corona und den Corona-Bestimmungen sind die ja allen Ernstes aus Deutschland ausgewandert. Und wir haben ja, glaube ich, letztes schon mal darüber gesprochen. Wie gesagt, ich stehe dem Auswandern kritisch gegenüber. Und das war ganz lustig. Das soll eigentlich mehr oder weniger nur so eine Randnotiz sein. Ich habe also von einem Kollegen, die Schwester, die lebt in Norwegen schon viele Jahre, 12 Jahre oder so. Und ja, ich habe so zu ihm gesagt, ich sag, was jetzt so das Gesundheitssystem betrifft oder viele andere Dinge, da ist manches bei den skandinavischen Ländern besser. Ja, aber da hat er mir mal kurzerhand erzählt, dass seine Schwester für einen Facharzttermin 4 Stunden mit dem Auto dahin fahren musste. Ja, sorry Leute, also das, ich sitze ja mit Bad Hersfeld ziemlich in der Mitte von Deutschland und wenn ich sage, ich fahre jetzt 4 Stunden mit dem Auto in irgendeine Richtung, ich glaube, da bin ich in fast jeder Uniklinik, die wir in Deutschland haben. Also das ist krass. 4 Stunden für einen Facharzt, also das kann ja sein, dass man da den Termin schneller bekommt, aber 4 Stunden dahin fahren und 4 Stunden wieder zurückfahren, das ist schon hammermäßig. Aber okay, es ist ein Land mit wenig Autobahnen. Es ist ein Land, wo man nur 80 fahren darf auf der Landstraße, wenn man es überhaupt fahren kann. Nein, der eine oder andere hat ja bestimmt schon mal Videos von Norwegen gesehen, was die da für kurvige Straßen haben. Teilweise haben die auch Straßen, wo im Grunde, also wo auf jeden Fall keine 2 LKWs aneinander vorbeipassen. Und da kommt man natürlich auch nicht so schnell vorwärts. Dazu kommt, dass die ja momentan noch wohl da oben sehr, sehr winterliche Straßenverhältnisse haben. Ich habe mir auch mit meiner Frau am Montag wieder zusammen das allseits, oder was heißt allseits nicht, da haben wir eben mal nicht reingeschaut. Wir haben es schon komplett gesehen, das Möbelkutscher-Video. Und ich muss zugeben, es hatte eine gewisse Spannung, weil er hat sich da wirklich über völlig verschneite, vereiste Straßen bewegt. Ja, ey, guck, habt ihr das wieder gesehen? Ohne Blinker und fast die Ecke abgeschmergelt, ey. Mann. Naja, ist er da gefahren, hat 6 Stunden in so einem Stau gestanden und so. Also das war schon wieder hammermäßig. Und das hatte eine gewisse Spannung und wir haben es uns halt angesehen, angehört. Aufgefallen ist uns, dass er in diesem Video nicht einmal herrlich gesagt hat, obwohl du sonst eine Strichliste führen könntest. Nein. Gut, er hat, ja, ich sag mal so, ich finde, wenn dir sowas passiert, wie es ihm da passiert ist, natürlich, das ist normal, da ist Winter, im Winter kann die Straße vereist sein, da kann der Verkehr zum Stillstand kommen und so weiter und so fort. Das ist alles richtig, wenn man das so sagt. Und trotzdem ist das ein Riesenhaufen Scheiße, ja, wenn es so läuft. Da beißt die Maus doch keinen Faden ab. Ja, das hat zwar eine gewisse Spannung für den Zuschauer, aber für einen selber, der hinterm Lenkrad sitzt, ey, naja, also da ist es auch spannend, ja, aber spannend und schlauchend. Da bist du hinterher total kaputt, weil du musst derartig hochkonzentriert fahren. Dagegen ist sowas hier die absolute Lachnummer. Na, ja, Riesenabstand, dass der Abstandstempomat schon gar nicht mehr misst. Und ja, wir können hier flott über die Bahn ziehen. Nein, das ist schon. Und ich sag mal so, dass sowas läuft, ist ja noch die eine Sache. Was ich aber richtig, richtig krass finde, ist, dass ich ja mitbekommen habe, dass es in der Woche davor schon nicht gut gelaufen ist.
Und er dann am Samstagmorgen reingekommen ist, eine Nacht zu Hause war, eine Nacht, ja, und dann sich schon wieder auf den Weg gemacht hat nach Schweden. Und ja, ich weiß nicht, ob da eventuell über irgendwie so einen Mitgliederbereich Leute da eher an die Videos kommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat jemand im Kommentar geschrieben, dass es wohl nicht schön wäre, sonntags erst nach Hause zu kommen, aber Hauptsache heile wieder zu Hause. Und da, ey, da bin ich echt schockiert. Na, ich meine, klar, das hat eine gewisse Logik, hat sich alles nach hinten rausgeschoben, aber das habe ich auch so gesagt. Das Problem ist ja, wenn er auf einer Tour unterwegs ist, dann haben die Disponenten ja in der Regel schon die nächste Tour wieder zusammengebaut. Und wenn, also er ist auf Tour A unterwegs und dann haben sie ja schon Tour B schon wieder zusammengestellt. Und wenn er jetzt von Tour A verspätet reinkommt, damit es sich nicht wie ein Rattenschwanz durchzieht, muss er trotzdem mit Tour B pünktlich wie immer starten, hat also ein arg verkürztes Wochenende. Jetzt hat er aber schon zweimal arg verkürztes Wochenende gehabt. Jetzt ist die Firma im Grunde gezwungen, sich da was einfallen zu lassen, damit er wenigstens auf die Mindestruhezeit kommt. Und ja, ich sag mal, für meinen Geschmack wird das zu wenig berücksichtigt. Nein, da müsste es im Grunde heißen, komm, du hast zwei kaputte Wochenenden gehabt. Jetzt kriegst du mal irgendwie, was weiß ich, ja, eine Minitour, ein bisschen in Deutschland das Zeug wegbringen oder was. Nein. Also ich kann nur für ihn hoffen, dass es wirklich so, er spricht darauf, dass sie fürstlich belohnt oder entlohnt werden und dass sie ja so eine super Lohnerhöhung bekommen haben. Ich hoffe es für ihn, denn das würde ich, ja, weiß ich nicht. Ich würde es halt nicht machen, weil ich finde, der Stress ist zu groß. Der Stress ist da echt zu groß und ich behaupte mal, dass der ein oder andere von denen, die sich da einem, ja, die sich einem oder dem stressigen Fernverkehr, der muss nicht immer stressig sein, also aussetzen, da bin ich sehr skeptisch, ob die in dem Alter, in dem ich mich jetzt schon befinde, ob die dann noch LKW fahren werden. Da habe ich doch meine Zweifel. Weil das, sowas geht an die Gesundheit und an die Substanz. So, aber jetzt müssen wir mal hier diesen Autotransporter, ja, das ist ein sogenannter verdeckter Autotransporter. In diesen Fahrzeugen werden also, ja, es können auch schnöde Fahrzeuge drin sein, aber in der Regel werden damit hochwertige Fahrzeuge, Oldtimer oder sehr teure Autos transportiert. Als ich damals im Autotransport war, hatte ich ja auch einen verdeckten Auflieger, allerdings nicht so wie der, also als Koffer mit Türen und so, sondern ich hatte einen mit Plane, den die Firma, bei der ich damals beschäftigt war, das ist, kann man sich, glaube ich, im Internet auch angucken, das ist die Firma Obermann in Mülheim oder Oberhausen oder aber ziemlich auf der Grenze. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, nee, ich glaube, die gehörten zu Oberhausen, aber waren eben dicht an der Grenze zum Mülheim, also im Ruhrpott, die Firma Obermann. Und die machen auch selber so Anhängerbau und Aufliegerbau und den hatten sie selber zusammengezimmert. Und auch die Zugmaschine, die ich bekommen habe, war eine
wiederhergestellte Unfallzugmaschine, eben so ein Renault Premium. Ich muss allerdings sagen, ich habe das Hochwertigste, ich war ja nicht so lange da, ich war ja nur vielleicht 2 Monate bei denen oder was, oder 3. Das Hochwertigste, was ich da je transportiert habe mit diesem Autotransporter, waren Ausstellungsfahrzeuge von VW, die ich in Hannover abgeholt habe bei VW. Und nach Berlin gebracht habe zu dem dortigen Ausstellungsräumen, die da ganz in der Nähe vom Brandenburger Tor sind. Ich meine, da war schon ein ziemlich teurer VW-Bus dabei, so komplett alles mit Leder ausgekleidet und so. Da musste man natürlich schon gucken, ne, dass man nicht mit dreckigen Händen da irgendwie die Karre anfasst oder halt sich da reinsetzt und dann in den Auflieger fährt. Und ich habe zum Glück, das ist ja so gewesen, dieser Autotransporter hatte hinten einen 1,60 Meter langen Auszug. Das ist also statthaft. Autotransporter dürfen länger sein halt als die gesetzliche Länge für Züge. Und und jetzt war das so, dass ein Auto so weit hinten stand, dass die Plane auf der Karosserie aufgelegen hätte. Und ich habe das direkt gesehen und habe dann sofort da oben in Hannover bei VW gesagt, Leute, das kann ich nicht bringen, wenn ich so nach Berlin fahre, wenn ich in Berlin ankomme, ist kein Lack mehr auf der Heckklappe. Und dann haben die so Decken besorgt, die wir dann erstmal da drüber gepackt haben, bevor ich dann die Plane festgespannt habe. Da musstest du auch gucken, wenn du da auf Rastplätzen in die schrägen Parkbuchten reinfahren wolltest, dann musstest du aber schauen, dass du mit dem wenn du den Arsch ausgefahren hattest von diesem Auflieger, da musstest du schon gucken, dass du nicht die dann da am Rand stehenden Mülltonnen weggerissen hast. Also das war schon speziell. Ach, da gibt es so viele Sachen, die man da halt so beachten muss. Zum Beispiel, wenn man Autos lädt, die, ich stehe da ja überhaupt nicht drauf, aber die jetzt tiefer gelegt sind, ja, dann kann es schon sein, dass du ein bisschen eine Holzlatte vor den Auffahrrampen hinlegen musst, weil du sonst mit dem Spoiler auf der Rampe aufsetzt halt und dir irgendwas kaputt reißt. Aber wie gesagt, das war nur einmal mit den hochwertigen Wagen. Ansonsten habe ich, wie die Kollegen auch, von Sonntag auf Montag rüber nach Frankreich Transporter geladen und die dann hier nach Deutschland gebracht. In der Regel galt für mich immer nach Oberhausen-Mühlheim auf dem Platz da diese Fahrzeuge entladen. Weil die haben ja halt Stellflächen gehabt und dann gingen die von da aus eben nochmal zu den jeweiligen Händlern. Boah, läuft ja richtig gut hier. Das heißt gut, ja doch, kann man nicht anders sagen. Ja, naja. Also es könnte ja sogar noch eine 600er Reichweite übrig bleiben. Dann stelle ich ihn, glaube ich, hin. Dann tanke ich ihn erst heute des Nächtens. Also mit meiner Lösung fürs blaue Licht bin ich wirklich eigentlich ganz zufrieden. Ich wollte erst so eine Steckdose hier rechts vom Fahrersitz nehmen. Aber dann wäre ich, glaube ich, immer mit dem Ellbogen ans Kabel gekommen und so. Nee, so wie ich das jetzt gemacht habe, da hinten ist ja auch noch eine, ist das eine super Lösung.
Und was mich gefreut hat, an dem Stecker, der in der Steckdose steckt, ist ein Schalter. Weil ich habe erst gedacht, ich könnte das immer nur ausschalten, indem ich den Stecker rausziehe. Nein, ist nicht nötig. Da ist ein Druckknopfschalter und ja, wenn ich morgen früh, also heute Nacht, dann auf den LKW komme, brauche ich nur einmal auf den Schalter drücken und schon haben wir, ja gut, es startet nicht mit blauem Licht. Da sind zig Farben drauf, rot, grün, weiß, alles mögliche. Sogar blau in zwei verschiedenen Tönen, hell und dunkelblau. Aber ich will eben das richtige Blau haben. Ja, und ich habe auch noch ein paar Kleinigkeiten, so was weiß ich, die ich eben alle jetzt momentan einige Tage bei mir im Privat-Pkw spazieren gefahren habe. Die habe ich dann wieder hier an Bord geholt. Wie zum Beispiel mein Rückenkratzer. Ganz wichtig, ich sage euch, das ist schon schön, wenn man so ein Ding dabei hat. Eine. Ja. Oh, sorry. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht angesteckt. Na, ihr wisst ja, Gähnen ist ja total ansteckend. Beim Möbeltransport, wo ich jetzt ihn hier vor mir herfahren sehe, fällt es mir gerade ein. Und ich, ja, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Beim Möbeltransport wäre ich mal beinahe gelandet. Also sagen wir mal so, da gibt es in Bochum-Herne eine Firma, eine Spedition Graf. Und die suchten damals Fahrer für die Auslieferung von Möbeln. Und das sind immer Autos gewesen mit Doppelbesetzung. Und ja, dann hatte damals der Chef, nicht der Chef, derjenige, der da für das Einstellungsgespräch zuständig war, mir auch gesagt, dass sie schon darauf achten würden, dass diese zwei Leute, die eben zusammen auf einem LKW sitzen, ja, dass sie auch zusammenpassen. Also wenn sie jetzt von zwei Leuten wissen, dass der eine auf Hardrock steht und der andere auf klassischer Musik, ja, und beide pflegen also immer, boah, wie ich es liebe, immer, na, komm, bremst mal hier, du. Und beide lieben es eben viel Musik zu hören, dann prallen dann natürlich zwei gegensätzliche Geschmäcker aufeinander. Und da wurde mir schon gesagt, dass man versucht, eben Teams zu bilden, die gut zusammenpassen. Also ich sag mal so, auch bei uns in der Firma jetzt, da gäbe es schon so zwei, drei Kollegen, wo ich sagen würde, hätte ich kein Problem mit dem, mal zusammen irgendwie eine Tour zu fahren, also gemeinsam auf dem Bock zu sein. Und glaubt mir, dass das muss dann auch schon so ein bisschen passen, denn na, viel Platz ist hier ja nicht. Man tritt sich ja förmlich gegenseitig auf die Füße. Würzburg, aus Würzburg, zwei Zivilfahrzeuge mit Blaulicht und Würzburger Kennzeichen. Was soll uns das sagen? Es kann ja wohl schlecht hier Kripo aus dem, also Kripo-Raum Frankfurt sein. Würzburg ist jetzt auch
Wenn die jetzt Wiesbaden gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, BKA. Und ja, da Würzburg aber Bayern ist, würde auch nicht LKA passen. Aber irgendwas scheint das schon wieder im Busch zu sein. Ja, er versucht's und dann lässt das auch wieder bleiben. Oh nee. Ah, Menno, ich will doch raus hier. So. Ja, gestern einen schönen zweiten Tag mit einem schönen Sonnenspaziergang. Irgendwie. Na, was macht er denn? Schönen Sonnenspaziergang gemacht. Jetzt will ich doch mal reinschauen, ob die zu zweit sind. Nee, die sind nicht zu zweit. Allerdings eben, das sind ja auch Büromöbel, vielleicht sind das mehr Einzelteile, die da montiert werden müssen. Bei der Geschichte, wo ich mich damals vorgestellt habe, da ging es um normale Neumöbel, so Couchgarnituren und so. Und ich meine, so eine Couch, die wiegt ja jetzt nicht viel, aber von einem alleine natürlich sehr schlecht zu handeln. Deswegen waren das also immer Doppelbesatzungen. Und hier, da gibt es doch auch einen Kanal, da die, ich hätte fast gesagt, die Buletten, nein, die Trakaletten, die sind ja fast immer zu zweit auf dem Bock und fahren ja Büromöbel ausliefern. Oh, schon wieder gehen, Mann, oh Mann, oh Mann. Mal einen Schlückel hier von meiner Espresso-Milch trinken. Komisch, der war von der gleichen Bude, Münchner Kennzeichen, der ist von Friedberg und hat die gleiche Werbung drauf hier, der Sprinter. Jetzt kommen wir wieder an den beiden Parkplätzen vorbei. Ich meine, das wären die beiden, wo... Also gestern haben hier ein Haufen Auflieger gestanden. Ne? Da habe ich gedacht, es geht auf keine Kuhhaut mehr. Haben wir gestern irgendwie kam die Tochter von dem Mitarbeitergespräch nicht zurück und ja, und die, es wurde immer später, es war schon 2:30 und wir gehen am liebsten so, ja, 2 Uhr, also allerspätestens 3 Uhr, erst recht, wenn die Sonne scheint, weil es ist ja Februar und ich sag mal so, ab 4 merkst du einen deutlichen Unterschied, da wird es schon frisch halt. Da hat die Sonne dann auch nicht mehr so die Power und beginnt so langsam sich zu verabschieden. Und ja, und dann habe ich schon so gesagt, also zu meiner Frau, pass mal auf, wenn die bis 3 Uhr nicht zurück ist, ich sage, dann muss ich alleine mit den Hunden gehen, weil noch länger möchte ich nicht warten, dann ist die Sonne komplett weg. Ich bin da jetzt nicht so drauf fixiert, aber na, ja gut. Und dann haben wir uns eben kurzerhand entschlossen, doch zu dritt zu gehen. Also den kleinen Theo halt mitzunehmen. Wohl wissend, dass das natürlich, naja, auch schon mal ein bisschen schwierig sein kann. Weil eben so ein fast 5-Jähriger, der bleibt öfter mal stehen, der muss Steine aufheben, der muss Stöcker aufheben,
der meint, er müsste jetzt den Weg markieren, damit wir zurückfinden, ja. Also hat er wohl mal was von Hänsel und Gretel gehört, glaube ich. Und naja, und er macht eben immer wieder verschiedene Aktionen. Manchmal ist er dann auch laut und wild. Und dann die Dolly, die ist ja mit ihren 15,5 schon so alt und hört und sieht nicht mehr richtig. Die hat dann ein bisschen Schiss halt oder ist unsicher. Und man muss sowieso bei der aufpassen, nein, dass sie nicht in der falschen Richtung rennt. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen speziell alles. Aber er ist schön. Gut, wir haben ein Zugeständnis gemacht, weil er dabei war von der runden Länge. Aber letztendlich ist er super mitgelaufen. Nicht rumgezickt, nicht rumgebockt. Und ja, die Tochter hat es dann hinterher einfach gesagt, so, wenn ich halt eben mitgehe oder dabei bin und die entsprechenden Ansagen mache, dann läuft's halt irgendwie. Aber das ist eben auch, ich habe halt eine andere Art im Umgang mit ihm, meine eigene. Und ja, da lasse ich mir auch nicht reinreden. Und man sieht ja, was läuft. War noch ein schönes Beispiel am Ende wieder. Die Tochter wollte mir irgendwas erzählen und ich wollte das auch hören und wissen und zuhören. Und er redete jetzt dazwischen. Und ich meine, es ist ja heute nicht mehr so wie zu unseren Zeiten, ja. Als ich so alt war wie er, das war 1964, ja, da kriegte man durchaus noch so Sprüche zu hören wie, du hast die Klappe zu halten, wenn die Erwachsenen reden, oder was weiß ich, oder du hast hier nicht zu unterbrechen oder dazwischen zu reden. Also da, das war so das Mindeste, dass man doch recht barsch zurechtgewiesen wurde, ja, wenn man da so aufgetreten ist. Ja, das hat er aber nicht so kennengelernt. Und für ihn ist es fast normal, dass er einfach dazwischen redet. Aber das gefällt mir nicht. Ich meine, es ist so, da bin ich ehrlich, ich habe festgestellt, dass das Gehör bei mir altersbedingt ein wenig nachgelassen hat. Also wir sind von einer Schwerhörigkeit natürlich noch weit entfernt, aber es hat ein bisschen nachgelassen. Aber es geht nicht nur darum, dass jetzt das Gehör jetzt nachgelassen hat, also sprich, da ist etwas in 100 Meter Entfernung und das höre ich. Und wenn es dann 150 Meter weit entfernt ist, höre ich es nicht mehr. Das ist ja jetzt eine Art von schlechter Hören. Also man hört eben weniger, ja, oder bestimmte Frequenz nicht mehr. Aber was mir aufgefallen ist, dass es schwieriger wird, differenziert zu hören, herauszuhören, ja. Also wenn jetzt, wie gesagt, mir jemand was erzählt und andere quatschen dazwischen, dann kriege ich plötzlich überhaupt nicht mehr richtig mit, was mir da erzählt wird. Ja, und dann habe ich, ich muss schon zugeben, das war schon ein bisschen barsch, habe ich ihm gesagt, er soll doch jetzt mal einen Moment ruhig sein, weil seine Mutter mir etwas erzählen möchte und dann ist er dran, ja. Also, und da wird er auch nicht vergessen, na, keineswegs, sondern das behalte ich dann im Auge. Ich führe dann quasi das eine Gespräch zum Ende und wende mich dann auch an ihn und frage ihn, was er denn jetzt da auf dem Herzen hat oder was. Ja, aber was passiert? Das ist schon einige Male passiert. Klein Theo ist beleidigt. Was macht er? Ha, dreht sich um. Oioioi, jetzt aus Heppenheim, HP mit Blaulicht. Mann, 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 da ist doch schon wieder irgendwo richtig was im Busch. Und der Typ da vorne merkt's nicht. Fährt vor dem her, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt, das konntet ihr aber nicht mehr sehen, weil dafür hat die Kamera zu starkes Weitwinkel. Echt, bis die Leute das mal checken, dass da hinter ihnen einer fährt voll mit Lalü, Lala und Blaulicht.
Mann, Mann, Mann. Naja, auf jeden Fall, er geht Richtung Hundekorb und setzt sich da rein. Da hat er schon ein paar Mal gemacht. Und ja, und ist beleidigt. Und wollte sich, ja, dann nicht von mir verabschieden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht mir, also da habe ich überhaupt kein Problem mit, dann lässt das eben bleiben, ja. Gut, da ist die Tochter wieder anders, sie meint dann eben aus Prinzip und tralala. Nee, vergiss es, dann verabschiedet er sich eben nicht mehr. Ich sag euch nur eins, dieses, dass der beleidigt ist, ja, oder angezickt ist wegen mir, weil ich irgendwas gesagt oder gemacht habe, ja, oder das passiert ja auch, wenn ich ihm aus Versehen, wirklich aus Versehen mal wehtue, und das passiert immer dann, er tobt halt und ne, überschreitet die Grenzen und ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, wenn er übertreibt mit dem Toben, er soll da mal schön aufpassen, weil das Ende vom Lied ist, dass einer heult und ich bin's meistens nicht, ne? Oder eigentlich nie. Und auf jeden Fall macht mir das nichts. Dann geht er eben ohne Verabschiedung. Also da bin ich nicht so, da würde ich ihn nie zwingen oder was. Das schiebt er eben ab, ey. Ich wäre ja auch so drauf, wenn er querschießt, da würde ich den... Gut, jetzt kann man es noch nicht machen, jetzt ist er noch zu klein, aber wenn der älter ist und da sind sich meine Frau und ich uns zum Glück super einig. Also wir fahren da schön. Ich meine, meine Frau ist nachgiebiger und lässt mehr durchgehen und naja, und macht so manche Dinge, die... sie ist da schon lockerer. Ich bin da schon ein bisschen strenger und so. Auf jeden Fall... bin ich aber keiner, der jetzt meint, also das muss jetzt sein, nö, da sage ich mir, was soll's. Ich sag euch nur eins, wenn er das nächste Mal wieder aufschlägt und mich sieht, meint ihr, da wäre noch irgendwas von da? Nein, gar nichts. Da begrüßt er mich freudig mit Hallo Opa, als wenn nichts gewesen wäre. Und ich bin jetzt auch nicht nachtragend oder was. Ich meine, ich habe schon mal aus Gag seine Tour abgezogen, ja, hab auch so oft beleidigt gemacht, hab mich so umgedreht, so weggeguckt, ich glaube, ich habe mich sogar einmal in den Hundekorb gesetzt oder was, und hab mal genau das so abgezogen, wie er das macht, weil ich finde, dann merkt er eigentlich am ehesten, dass das so nicht, ja, dass das einfach Mist ist, was er da abzieht, ne? Oh, Alter, jetzt habe ich geschlafen. Und ich muss doch darüber. Ja, dann eben nicht. Komm, 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 fahr vor, komm, eins. Hau ab, ey. Echt. Hat auch keine... Ah, jetzt, ne, komm, jetzt musst du aber weg hier, du Trafiki. Och, ja, das, warum der nicht schon lange, lange rechts ist, das kann ich, sowas kann ich immer nicht kapieren. Warum ist der nicht schon lange, lange rechts? Die Spur, die hat schon da einen Kilometer vorher angefangen. Nö. Hat er sich jetzt bei mir bedankt? Na, scheint so. Alles klar. Ist er, glaube ich, Türke oder was, ne? Ah ja, alles ist gut. Was soll's? Puh. 92 fährt der Bursche, der hätte ja gar keine Chance gehabt, den in irgendeiner Form einzuholen. Aber ich sage euch, sein Fahrtenschreiber wird 90 reinschreiben. Da bin ich fest von überzeugt. Der ist, ja, messerscharf eingestellt. Aber da kriegst du die Werkstätten hier, die bekommst du nicht dazu, das so zu machen. Da haben sie zu viel Schiss. Ich sag ja, dass er wirklich echte 90 fährt, ja gut. Dazu, wenn man den am passen mit der richtigen Reifenabnutzung dahin bringt und so, das kriegt man hin. Aber und dass er vielleicht, wenn man dann wieder auf neue Reifen wechselt, auch mal 91 fährt, ja, haben wir schon gehabt. Aber was er hier hat, durchgehende 92, nee, das schaffen nur Autos
wo das entsprechend so gefummelt ist. Ich weiß gar nicht, war das am Montag oder was? Da kam ja von hinten so ein 7,5-Tonner und hat immer gedrängelt und gedrängelt. Und dann bin ich ja irgendwann nach rechts und dann ist er vorbei und dann ist er vor mir rein. Ob ihr es glaubt oder nicht, 94 in einem durch. Nicht als Spitze, nicht als Rollspitze berg runter oder was. Nein, in der Ebene 94 durchgeknüppelt mit dem Auto. War allerdings ein älteres Auto, kann sogar noch mit Scheibe gewesen sein. Ich glaube, wenn das Auto entsprechendes Alter hat, dann ist das noch statthaft. Ansonsten gibt es das ja gar nicht mehr. Och, eigentlich sieht der Himmel Richtung Heimat gar nicht mal so schlecht aus. Ich sehe blau, ich sehe ein bisschen Schleier. Ich glaube, die nennt man Schleierwolken, ne? Also Schäfchenwolken sind es nicht. Nee, Schleierwolken. Frankfurt. Ja, wenn ich hier die ganzen Hochhäuser sehe, und das sind ja reichlich hier in der Ecke, dann weiß ich immer, was ich nicht will. Kein Überholverbot. Was ist los? Würfel kaputt. Also ich kann eigentlich nicht klagen. Das Auto zieht, läuft wirklich eigentlich ganz okay. Also ich habe mich jetzt wirklich dran gewöhnt. Ich finde das. Ich meine, ich fand den gelben schon. Der hatte schon was, ohne Frage. Das war. Ich meine, ich habe mir ja 3,5 Jahre gehabt, also ich fand das Gelb also immer gut. Aber ich muss sagen, ich habe mich an dieses Weiß schneller gewöhnt, als ich gedacht habe. Und finde das, zumindest wenn er so sauber ist wie jetzt, nachdem mein Kollege ihn am Wochenende schön gewaschen hat, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich richtig gut. Gut, mit weißen Seitenverkleidungen sähe natürlich noch ein bisschen schnittiger aus, aber der, ach ja, das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, die Seitenverkleidungen, die haben ja den Vorteil, dass sie Sprit sparen. Und das sieht optisch natürlich glatter, schöner aus, als sagen wir mal die ein bisschen zerklüftete Seite durch Tank und durch Abgasanlage und so weiter und so fort. Aber die Seitenverkleidungen haben auch zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass natürlich die, dass das eine Fläche ist, wo natürlich, wenn da Dreck dran spritzt, das Auto auch immer Schmutz, also das wirkt dann schmutziger, als wie wenn hier, sagen wir mal, die Seite verschmutzen würde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Die Seitenverkleidung, die ging ja so tief runter, dass man ja an einigen Stellen Probleme bekommen hat und hat sie sich beschädigt. Und zwar eine ganz typische Stelle dafür war oder ist, wenn ich da an der Leitstelle drehe ich ja immer rum, fahre bis zur der Ampel, biege rechts ab. Und wenn du da rechts abbiegst und entgegenkommt auf der Linksabbiegerspur ein anderer LKW steht und der nicht, so wie ich es immer mache, vorausschauend sich ein Stück weiter nach rechts stellt, ja, damit da mehr Platz bleibt, dann ist das so dermaßen eng, dass du also mit deinen Reifen am Bordstein entlang schleifst und eben, wie es mir auch schon passiert ist, wenn man Pech hat, man sich auch die untere Kante der Seitenverkleidung beschädigt.
Die war dann, irgendwann ist es halt passiert und da war sie dann angefressen. Und dann kannst du im Grunde nur noch das ganze Ding tauschen. Oder damit leben. Weil das ist Glasfaser irgendwie halt lackiert und da kannst du, ich weiß nicht, ob man da eine Ecke wieder dran friemeln könnte, aber ich würde eher sagen, nein. Ja, er macht hier Vermessung, läuft da mit dem Rädchen. Ja, jetzt ist schon die Ankunft auf 12:29. So, was sagt die? Ah, die Reichweite sagt 77. Ja, doch, das könnte bei über 600 liegen. Dann stellen wir ihn auch noch mal hin. Dann danke ich lieber heute Nacht. Dann versuche ich einfach heute Nacht früh da zu sein, schnell zur Tankstelle vorzuziehen. Und dann ballere ich mir die beiden Tanks voll. Ja, AdBlue ist noch über 2000 Kilometer. AdBlue kann ich lassen. Also, ich sag mal so, von der Dieselkapazität her und der ist mehr gefahren als nur nach Heiligenstadt, kommt man echt drei Runden weit und AdBlue, damit schafft man sogar sechs Runden. Ach, und da fällt es mir gerade ein, da hatte jemand, der schrieb, er wäre noch nicht so lange auf dem Kanal oder hätte den Kanal noch nicht so lange entdeckt und hätte jetzt mir sich schon einige Videos angesehen und der hatte mir eine Frage gestellt und da ist mir heute auch im Laufe des Tages eingefallen, dass ich glaube ich die nicht so richtig also direkt beantwortet habe und zwar wurde ich gefragt, ob ich halt immer diese Strecke fahre oder ob ich auch noch irgendwo anders hinfahre. Das sage ich jetzt nur für die, die jetzt wirklich neu dabei sind. Also ich fahre eine Linie. Die Linie geht von Niederaula nach Gaggenau und von Gaggenau wieder zurück nach Niederaula. Und das ist meine Tour, meine Linie und die fahre ich fünfmal die Woche. Aber wenn man mich mal in anderen Gegenden fahren sehen möchte, müsste man momentan einfach zurückgehen in die älteren Videos. Also empfehlen kann ich vor Weihnachten die Woche, dann die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und wenn man weiter zurückgeht, so in den Sommer 21, da kann ich aber nicht genau sagen, wo das war. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass die Produktion, für die ich quasi fahre, dass die schon mal gedrosselt wird oder ausgesetzt wird. Und dann setzt mich natürlich meine Firma auch im sogenannten freien Verkehr ein, freie Disposition. Es ist allerdings so zu 90% immer dann so gewesen, dass man mich in den Norden geschickt hat, also Richtung Raum Hannover halt, zum Entladen und dort auch irgendwas wieder laden und dann wieder zurück zu uns nach Niederaula auf den Hof. Es könnte jetzt, wenn die, sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen Ostern wieder ein paar Tage zumachen, könnte es dazu kommen oder halt im Sommer, das weiß man nicht. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich ein absolut überzeugter Linienfahrer bin. Ja, und damit wollen wir aber jetzt langsam mal hier zum Schluss kommen. Ich habe noch knapp anderthalb Stunden, 1:27. Ja, da kann ich jetzt mal in Ruhe eine Kippe rauchen und noch ein bisschen Hörbuch hören. Na, und deswegen, ja, und wir sind gerade mal so 10 Minuten ungefähr
von dem Parkplatz Schäferborn, von uns auch intern, ja, insidermäßig Eulenparkplatz genannt, entfernt. Also dem Punkt, wo am Freitag das Video dann einsetzen wird, vorausgesetzt, wir werden nicht aus irgendwelchen Gründen über die 3 und die 66 geschickt. Es könnte sein, ich weiß es noch nicht, es könnte sein, dass ich morgen mit dem anderen Auflieger, ich habe jetzt den Auflieger mit der bunten, mit den bunten Vorhängen dahinter und der andere Auflieger mit den blauen Vorhängen, da ist eine Öse abgerissen. Und es kann sein, dass ich morgen nach Fulda zur Planenfirma fahre. Ja, sofern der Chef das hinkriegt und mich da angemeldet bekommt. Und sollte das der Fall sein, könnte es gut sein, dass ich morgen dann ein extra Video mache mit einem Stück Autobahn 66, wo wir doch recht selten herfahren. Und ja, anschließend vielleicht noch ein paar Aufnahmen da von der Planengeschichte. Da muss man halt mal sehen, inwieweit ich da filmen kann, inwieweit das interessant ist und so. Aber das verspreche ich nicht. Das lassen wir mal offen. Wenn es kommt, kommt's, und wenn nicht, dann nicht. Was ich mehr oder weniger versprechen kann, ist, dass wir uns Freitag wiedersehen zum obligatorischen Freitagsvideo. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.